Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir machen heute eine richtig coole Karte, die auch gleichzeitig eine Gutscheinverpackung ist. Und wie ich finde, man kann sie auch durchaus als Männergeschenk verwenden, wenn man vielleicht das Schleifchen weglässt, oder? Dann geht es doch ganz gut durch. genau, wie die funktioniert, das sage ich euch. Wir machen die hier so auf und dann kann man es hier, hat man hier schon Freude im Advent, wie ein helles Licht, das brennt. Und dann kann man es nochmal aufmachen und hat hier oben das schöne Rentier und hier eine Gutscheinverpackung und einen Tag, den man noch rausnehmen kann. Da kann man natürlich noch was draufschreiben. Man hat natürlich auch mehr Möglichkeiten, man kann hier auch überall was draufschreiben oder man macht die Gutscheinkarte so rein, schreibt hier noch was hin, also ja, das könnt ihr gestalten, wie ihr möchtet. Und das Coole an der Karte ist auch dieses tolle Stempelset, mit dem wir heute arbeiten. Das ist nämlich ein ganz besonderes Stempelset. Dazu habe ich mir einen Flyer ausgedruckt. Und zwar kann man dieses Stempelset nicht kaufen. Das gibt es jetzt im Zeitraum vom 1. September bis 31. Oktober 2017 gratis, wenn man einen Gesamtumsatz von 350 Euro hat. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Bastelparty macht und habt da eine Bestellung von über 350 Euro, dann kriegt ihr das Stempelset einfach gratis mit dazu. Aber ihr könnt euch das natürlich auch selber verdienen, wenn ihr selber eine größere Bestellung habt, über 350 Euro, dann kriegt ihr das Stempelset auch gratis dazu. Das gibt es in drei verschiedenen Sprachen, Französisch, Englisch und Deutsch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ich habe mir das natürlich in Deutsch mitbestellt und ich finde das wunderschön. Das Besondere ist auch, dass es ein Two-Step-Stempelset ist, das heißt, man kann erst die Grundform aufstempeln und dann noch eine Füllung mit einer anderen Farbe. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und ja, dann bis gleich. So, ich habe mir heute mal gedacht, ich lege euch alles ins Bild, was ihr braucht für dieses Projekt. Dann könnt ihr euch hier kurzes Pausebild machen und könnt euch alles aufschreiben, was ihr braucht. Und dann können wir zusammen loslegen. Genau, und starten tun wir heute mit dem Simply Scored Falzbrett. Das verwende ich, aber ich habe es noch nie in einem Video gezeigt, ist mir aufgefallen. Und ich habe mir jetzt dazu noch eine separate Platte bestellt. Das ist nämlich diese metrische Einheitsplatte mit Zentimeterangaben. Und mit der arbeiten wir heute. Also ihr habt hier im normalen Brett, so bekommt ihr das geliefert, die Inch-Angaben oben. Und ich habe jetzt hier eben noch diese Zentimetereinheit mir bestellt, damit wir auch in Zentimeter arbeiten können. Und da ist hinten drauf auf der Platte so ein Pfeil. Und den legt ihr euch einfach so nach oben hier hin, dass hier auf eure Maßung hier oben auch nochmal ist. Und dann fangen wir an mit dem Papier, das ist Sand. Ich habe hier einen Zentimeterangaben von 30 x 15 cm und dieses Sandpapier ist dabei bei diesem Farbkartonset in Olivgrün und Sand. Das blende ich euch ein, wie das heißt. Und das falzen wir uns jetzt einmal bei dem Simply Scored Falzbrett. Ist hier unten, ich glaube, ihr seht es noch. Ich weiß nicht, ob ich da im Bild bin. Hier unten ist noch so ein Falzstift dabei. Mit dem falze ich das jetzt gleich. Und zwar einmal bei 10 cm. Einmal bei 20 cm. Einmal bei 23 cm. Und bei 26 cm. Und dann kann es schon wieder weg. Dann nehmen wir unser Falzbein und falzen es die Linie nach. Und bei diesen Linien, das ist wie so ein Zickzack. Also das geht einmal nach außen und wieder nach innen. So sieht es dann aus. Und das ist das Prinzip von eurer Karte. Also ich habe es mir zuerst mal reingefalten, dann wieder reingefalten, wieder rausgefalten und wieder reingefalten. Und was ich jetzt noch mache, ist, dass ich mir kurz mein Schneidebrett hole und mir das hier nochmal anlege und dann nur ganz, ganz leicht über diese Falzlinie gehe. Also ich schneide mir da vielleicht 1 mm oder so ab.
einfach nur, dass sich die Karte dann nachher besser schließt. Sonst wölbt die sich dann ein bisschen auf und wenn ihr da ein kleines Stück wegschneiden, dann liegt die nicht mehr an der Falzlinie hier innen drin auf und man kann die schön verschließen. So, und jetzt wird gestempelt. Wir brauchen dafür die ganzen Flüsterweißstücke. Ich lasse die mal noch beschriftet. Und da zeige ich euch jetzt, wie man das stempelt. Und empfehle euch hier auch, dass ihr die Stempelunterlage benutzt, weil wir da einfach schönere Stempelergebnisse bekommen. Und ich fange jetzt mit dem ersten Teil an. Das hat die Zentimetermaße. Ups, da ist noch was drauf. Macht nichts, aber war ein Versehen. Das hat jetzt die Maße 14 x 9 cm. Und wir stempeln jetzt gleich das Freude im Advent. Und da ist es eben gut, dass ihr euch das relativ weit oben ins Eck macht, weil wenn ihr hier die Kerzen habt, dann geht das nicht in eure Schrift rein. Okay, und Stempelfarbe, ja, habe ich auch massiv viel. Einmal schwarz, einmal Savanne, einmal Wildleder, einmal Limette, einmal Safrangelb und einmal Aquamarin. Mit den Farben arbeiten wir heute. Genau, und starten tue ich jetzt mit Schwarz. Und ich habe mir den Freude im Advent schon auf meinen Stempelblock aufgezogen. Und stempel mir das jetzt rechts oben auf mein flüsterweißes Papier. So. Also ihr seht, das ist wirklich ein total schöner Stempelabdruck. Diese Schrift ist total fein außenrum und auch mit den Schnörkeln, ich finde das richtig schön. Und da kommt jetzt dieser, da gibt es jetzt diesen passenden Innenstempel. Zeige euch den mal hier. Der hat auch so eine kleine Verschnörkelung innen drinnen. Und der kommt jetzt in Aquamarin drauf. Da habe ich jetzt nur ein kleines Problem, weil ich ja nicht genau über das Projekt schauen kann. Naja. Ich gehe mal kurz raus aus dem Bild, dass ich das gescheit erwische. So. Ich bin jetzt mal kurz aus dem Bild gewesen, damit ich auch das anständig treffe. Und ihr seht, es schaut richtig schön aus. Wow. Also es ist ein cooles Stempelset. Finde ich echt cool. Und dann habe ich mir noch den Spruch, wie ein helles Licht, das brennt. Den stempel ich mir hier auf diese Seite und auch wieder in Schwarz. So haben wir schon unser erstes Teil fertig. Dann machen wir weiter mit dem Innenteil der Karte, das ist dieser Hirsch. Und da gibt es jetzt auch wieder dieses Zwei-Stempelsystem. Das heißt, wir haben einmal die Umrandung, die mache ich in Wildleder und einmal das Innenteil, das mache ich in Savanne. Und anfangen tue ich mit dem Innenteil. Das ist für mich leichter wie mit der Umrandung. So, auch mal wieder kurz aus dem Bild, damit ich es treffe. Das geht dann bei euch besser, weil ihr natürlich keine Kamera im Gesicht habt. Und dann mache ich noch den Frohe Weihnachten Stempel drauf. Also ich benutze heute alle Stempel aus diesem Stempelset. Die sind alle in dieser Karte vertreten. So, und dann haben wir noch den Zweig. Und den mache ich noch in Limette. Dazu lege ich mir jetzt nur ein Schmierpapier unten drunter, dass ich auch so ein bisschen über den Rand stempeln kann. So, dann haben wir noch ein flüsterweißes Teil.
Auf das mache ich auch noch den Zweig. Und zwar ist das auf unserer Karte hier unten. So, der kommt ja auch nochmal. Einmal an die Seite schön hin. So, und jetzt stempel ich mir noch diese wunderschönen Kerzen auf. Und das habe ich mir vorher schon ein bisschen ausgestanzt. Und zwar einmal in Sand, ein Oval, und einmal in Flüsterweiß. Und dazu habe ich benutzt die Framelits Stickmuster. Und zwar das größte Oval für das sandfarbene und das zweitgrößte für das Flüsterweiß. Und hier arbeite ich jetzt nochmal mit den Farben Schwarz für die Kerzenumrandung. Und dann fülle ich das einmal aus in Limette, einmal in Aquamarin und einmal in Safrangelb. Und dazu gibt es jetzt wieder zwei verschiedene, oder eigentlich drei, verschiedene Stempelfüller sozusagen. Also einmal die breiteren Kerzen und einmal die bisschen dünneren Kerzen. Und dann gibt es noch die Flammen, die man da extra drauf stempeln kann. Die schmäleren Kerzen mache ich jetzt in Aquamarin. Wow, also ich finde es richtig toll. Schön mit den Sternen und mit den Mustern. Es kommt ganz gut rüber. Und die anderen mache ich jetzt noch mit Limette. Cool. Und dann kommen noch die Flammen. Die mache ich noch in Safrangelb. So. Ups. Jetzt. Also alles ganz gut getroffen, bis auf die Kerzen, die hätten ein bisschen weiter in der Mitte sein sollen, aber ja, das könnt ihr besser machen. So, jetzt haben wir alle unsere Teile bestempelt und jetzt nehme ich mir einfach noch einen Marker. Ich habe jetzt hier Schokobraun, ihr könnt natürlich auch Wildleder nehmen und mal unserem Hirschen noch ein kleines Auge hin. Ich finde, das macht sich ganz gut. Das sind alle unsere bestempelten Teile und jetzt kleben wir zusammen. Und anfangen tue ich jetzt mit dem Aquamarinstück. Das ist 14,5 x 9,5 cm und das klebe ich mir hier in die Mitte rein. Und das Ganze mache ich jetzt einfach mit Flüssigkleber. Und jetzt mache ich es so, dass ich mir das noch zusammenklebe. Dazu nehme ich jetzt das Abreißklebeband. Und klebe mir das hier einfach so an. Dann seht ihr, könnt ihr das einfach so runterklappen und habt dann schon das Teil, wo euer Gutschein dann nachher dahinter kommt. Und das kleben wir uns jetzt auch gleich an, auch mit Abreißklebeband. Und das klebe ich mir einfach nur hier rechts und links an die Seiten hin. Somit haben wir dann genügend Fläche, wenn wir das ankleben, dass man hier genügend Flächen hat zum Einstecken. Also dann kann euch euer Gutschein natürlich auch größer sein. Oder ihr macht eben auch nochmal einen Tag hinten rein oder so. Ja. So, wird das dann umgeklebt. Und jetzt wird der Rest aufgeklebt. Da lasse ich euch jetzt den Zeitraffer laufen und erkläre euch das nur vorher kurz. Wir haben ja einmal die zwei großen Designerpapiere, die haben das Maß 14,5 x 9,5 cm. Das kommt einmal hier auf die obere Seite und einmal auf die Außenseite. Dann haben wir hier zwei Streifen mit dem Maß 14,5 x 3,5 cm. Das kommt einmal hier unten drauf und genauso auch auf die Außenseite. Und dann haben wir noch eins, das hat das Maß 14,5 x 2 cm. Das kommt noch auf dieses Mittelteil. Genau, da lasse ich euch jetzt ein bisschen Musik laufen. Thank you.
Ich habe euch noch gar nicht gesagt, wie das Designerpapier heißt. Und zwar ist das das Designerpapier Frohes Fest, das ganz viele süße, tolle Designerpapiere hat, die auf der einen Seite immer schwarz-weiß sind und auf der anderen Seite olivgrün mit weiß. Also da sind viele tolle Designerpapiere drin. Ihr seht hier noch ein bisschen einen Überblick. Ich habe auch schon sehr viel benutzt. Und das mit dem Schwarz-Weiß, finde ich, passt da halt super. Ich mag die Kombination sehr gerne mit Aquamarin und Limette. Das schaut richtig schön aus, finde ich. Okay, und dann machen wir weiter mit der Frontseite, würde ich sagen. Die klebe ich mir jetzt hier einfach mal drauf. Ja. Und auch wieder mit Flüssigkleber. Mit dem Flüssigkleber ist es halt einfach super, weil ihr euch das noch ein bisschen hin und her schieben könnt. Der zieht nicht sofort an, ihr habt noch die Möglichkeit zu rückeln und dann könnt ihr euch das mit einer schönen Umrandung auf die Mitte setzen. Dann kommen wir innen rein. Da haben wir ja, ich lege euch die Beispielkarte nochmal hin, hier oben nochmal unseren Hirsch und hier unten den Zweig. Und da lasse ich euch nochmal kurz Musik laufen. Und jetzt baue ich das schnell um. Ich nehme mir hier, also ein Tag habe ich zweimal ausgestanzt. Und zwar habe ich das einfach in Sandfarben ausgestanzt mit dem Etikett für jede Gelegenheit. Der auch im Herbst-Winter-Katalog neu ist, diese Stanze, die ist auch toll. Und die könnt ihr natürlich noch beschriften, wie ihr wollt, euren Gutschein da reinbauen. Und dann kommen wir schon zur Vorderseite. Das funktioniert dann so. Und auf die Vorderseite kommt jetzt noch diese beiden ausgestanzten Ovale. Da mache ich so, dass ich mir die Hälfte des Ovals ungefähr mit Abreißklebeband beklebe, hier unten auf der Unterseite, auf der Rückseite. Und haltet euch da ein bisschen im unteren Rahmen, damit es dann nachher nicht oben drüber unsere Karte zusammenklebt. Sehr schlecht. Halt mal irgendwie die Triggerfolie nicht weg. Na, jetzt komm. Ja, den machen wir von der anderen Seite mal. Ja, jetzt. Okay, und dann klebe ich mir das hier noch so an. Ich lasse da ein bisschen Rand und so, dass eben kein Kleber mehr auf die Karte kommen kann. Und unsere wunderschöne Kerzen, die klebe ich mir jetzt noch mit Dimensioners an, damit die noch ein bisschen Abstand haben. Setze ich mir das hier jetzt mitten rein und dann, ja, unsere Karte ist wirklich schnell gegangen, ist schon fast fertig. Dann habe ich mir hier noch ein Stück von dem goldenen Paillettenband abgeschnitten und wir haben ja dieses wunderschöne schimmernde Band in Aquamarin. Da habe ich mir einfach schon mal eine Schleife gebastelt und das klebe ich jetzt zusammen. Und dadurch, dass meine Kerzen ein bisschen nach links versetzt sind, mache ich mir die Schleife jetzt auf diese Seite hin. Und ankleben tue ich mir das Ganze jetzt mit einem Klebepunkt. Den mache ich mir jetzt einmal auf die Rückseite von meinem Schleifchen. Ich glaube, es muss gar nicht so lang sein. So, die Länge reicht. Das kann ich mir schnell abschneiden. Und dann mache ich mir da hinten nochmal einen Klebepunkt drauf, damit Schleife und Band schön kleben. So, ja, und schwuppdiwupp ist unsere tolle Gutscheinhalterung fertig. Wenn wir aufmachen, können wir hier eben unseren Gutschein reinmachen. Und ich finde, die Karte ist richtig schön. Also ich finde sie ganz toll. Und ich finde auch das Stempelset wirklich schön und ich finde es eigentlich echt schade, dass man sich das nicht kaufen kann. Weil ich glaube, damit kann man noch ganz viele andere tolle Projekte gestalten. Und ja, wie gesagt, wenn ihr das habt, dann freut euch da richtig dran, weil das ist wirklich schön. Wenn ihr bestellen wollt, dann könnt ihr mir einfach gerne eine E-Mail schicken an babsisbastelwerkstatt@gmail.com. Und genau, dann vielleicht könnt ihr ja auch dieses wunderschöne Stempelset bekommen. Und wenn nicht, dann kann man immer noch das mit einem anderen Stempelset gestalten. Es gibt ja noch so viele andere schöne Stempelsets. Genau.
Genau, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!